Genau. Also, oh, man muss hier so drücken. Geil. Hallo, wir sind jetzt hier gerade im Hotel angekommen und jetzt hat jeder 20 Minuten Zeit, hier so mal ein bisschen sich frisch zu machen, ein bisschen das Hotelzimmer anzuschauen. Und das Hotelzimmer hat wirklich in sich, es ist mega cool. Ich war jetzt schon wirklich in einigen Hotels, aber da hat sich Ubisoft echt nicht lumpen lassen. Ich zeige euch nachher nochmal, wie genau das hier ausschaut. Und jetzt gleich gehen wir zum Eiffelturm, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich kann ja kurz mal mit euch rumgehen. Erstmal ziemlich übertrieben, dieses Bett, dieser Bettbereich zusammen mit den beiden Sofas, hier eins und da eins. Und der Ausblick ist auch echt cool. Also kann man nicht anders sagen. Riesige Baustelle, so wie ich meine Ausblicke am liebsten habe. Sogar ein Bademantel. Und ich habe noch nie auf meinem Hotelzimmer einen Bademantel gehabt. Dementsprechend freue ich mich umso mehr, diesen Bademantel zu klauen. Denn das ist der gute Ton quasi, was Hotels angeht. Ist natürlich klug, wenn man es als YouTuber macht und das Ganze hochlädt. Und es ist auch sehr schön. Auch mit dem, kannst du sogar Badelatschen. Badelatschen ist für mich eigentlich schon der erste Erfolg, nach Paris gekommen zu sein. Leider ist der Zeitplan so knapp bemessen irgendwie. Wir haben, wie gesagt, jetzt gleich knapp 2 Stunden Zeit, uns hier irgendwie noch ein bisschen umzuschauen in Paris. Und dann gehen wir heute Abend schon essen und dann mal schauen, ob wir vielleicht das Nachtleben von Paris noch ein bisschen unsicher machen können. Aber ihr seht schon an meinen Augen, dass ich relativ müde bin und diese Fahrt hat super geschlaucht. Morgens geht es mit dem Flugzeug zurück und allmählich fange ich echt an, Muffensausen zu kriegen. Ihr wisst ja, Birgi hat Flugangst. Noch irgendwas Tolles, was ich euch zeigen könnte. Es gibt noch den Safe. Da ist immer YouTube-Money und sowas versteckt. Wobei das Erste, was ich damals gelernt habe bei Hotels, dass nie einer irgendwie mal diese Safes benutzt, weil jeder nie den Putzfrauen traut. Alle sagen immer, nee, bist du verrückt, kannst du doch nicht in den Safe packen. Da gibt es diese Safes, aber angeblich sollen die Safes das Erste sein, was geklaut wird. Also wo die spitzbübigen Putzfrauen reinschauen, was klauen. Aber bitte, die sind in Paris und in Paris klaut keiner aus irgendwelchen Safes. Und Moment, das Badezimmer. Das Badezimmer total vergessen. Das ist auf jeden Fall wieder Glas, aber... Oh, das sieht... Hallo. Mit der Glaswand hier, das scheint momentan sehr, sehr angesagt zu sein in jeglichen architektonischen, innenarchitektonischen Fragen. Und sieht aber wirklich aus. Ist das ein Fernseher? Nee, ach, das ist nur eine Spiegelung. Na gut, aber hätte ein Fernseher sein können. Hier war ein Föhn. Ich war letztens im Hotel, da war der Föhn sehr, sehr dreckig und ging nicht mehr. Hier so drücken. Geil. So, dann haben wir hier meine Lieblingsart von Toiletten. Und zwar Toiletten mit einer Glastür und keiner richtigen Fassung. Das ist bei mir zu Hause genauso. Finde ich super. Finde ich cool. Können wir mal kurz reingucken. Ja, das sieht auch gut aus. Leute, ich finde es auf jeden Fall super. Ich bin total gespannt auf Far Cry 4. Freue mich wahnsinnig auf den Eiffelturm und darauf, einfach mal eine andere Stadt zu entdecken. Und jetzt bin ich komplett blau. Ich könnte bei der Blue Man Group... Guck mal, wie ich sehe völlig fertig aus. Drehen wir schnell wieder um, denn so sehen wir zumindest etwas gesünder aus. Und Leute, wir hören uns. Bis später. Tschüss. Okay, alles klar, raus hier. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich bin irgendwie in der hintersten Ecke des Hotels. Da merkt man wieder, wie hier auch unterschieden wird zwischen den verschiedenen Abonnentengrößen. Debitor hat zum Beispiel ganz oben. Wie im sechsten Stock seine Penthouse-Suite. Und Stürmerfüll und ich sind hier irgendwie richtig eingesperrt. Also ich weiß, dass Stürmerfüll irgendwo hier sein soll. Und wir schauen jetzt mal. That was quite interesting. We're still filming now. Look at my ass. My ass is amazing. Give it a lick. It tastes just like raisins. Wie geil ist bitte das Hotelzimmer? Ist ja Wahnsinn, oder? Schon wieder? Hast du auch 2 Sofas? Nein. Nicht? Ich habe 1 und da ist so draufgewichst. Das ist wirklich draufgewichst. Willst du sehen? Okay. Ja, komm, sag mal. Ich habe 2 Sofas. Das ist viel geiler, Alter. 2? Ja, ich habe goldene Armaturen im Badezimmer. Hast du wieder? Du hast goldene Armaturen? Ich habe wieder so ein Doppelzimmer, wo man dem anderen beim Duschen zugucken kann. Was ist denn das für ein kleines Zimmer, ey? Oh Gott, Freddy. Guck mal hier wieder. Ja, aber wenn du hier mit deiner Liebsten liegst. Guck mal hier. Siehst du das? Ja. Guck mal hier, da wieder richtig jemand auf. Ja, komm, da hast du gerade mich hingelegt hier und komplett alles vollgeswaggt, Alter. Dann zeig mal den Bart. Ja, ich meine, es ist 3-mal so groß ungefähr. Echt? Also, ja.
schwindelst doch. Ich schwindel nicht, nein. Mann, alle sind schon hier gewesen. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der sich so total freut, in Paris zu sein. Ich bin da hinten, richtig zwischen so engen Gängen. Du musst so halb, weil es muss erstmal so an der Kambüse vorbei, irgendwie von den Mitarbeitern hier, weißt du, die da irgendwie zu siebt in einem Bett schlafen. Und irgendwie, ich bin da so, gehen da so vorbei und dann sagen sie so, help, help, help. Und steck mir so einen Zettel zu. Ohne Scheiß jetzt. Steck mir so einen Zettel, guck ich so rauf. Hilfe, hey, komm mal, weißt du, so. Ja, ja. Also richtig eigenartig. Etage 3. Du filmst mir ins Ohr. Das wäre mir so unangenehm gewesen. Wieso? Das ist mir zu verstecken. Das hast du wieder sehen. Peter! Na? Mit der Zeitung. Jetzt haben wir eine Karte. Natürlich. Wo müssen wir hin? Na. Pass auf. Wir sind irgendwie hier bei der 7. Ja. Und müssen jetzt zu dem sogenannten Eiffelturm. Das wäre einfach mal Frauen da fragen. Ja, komm, lass mal kurz die Frauen fragen. Ich hatte wieder Eier gestern zum Abendessen. Seitdem ist das ein einziger. Also, es flattert auch in meinem Hintergrund. Le cassoulet, le ballon, Beaujolais, hola, c'est la France. La bouillabaisse, la jolie landouillette, hola. Okay, wir sind jetzt hier vom fantastischen Taxifahrer zum Eiffelturm fahren lassen. Ich habe noch einziges Mal hingeguckt, weil ich jetzt mit euch zusammen diesen Moment, diesen erhabenen Moment erleben möchte. Ihr seht ihn jetzt schon im Hintergrund. Ich drehe mich jetzt einfach mal um. Bin ein bisschen aufgeregt gerade. Okay. Mont Saint-Michel, les tours de Notre-Dame, oh là là, c'est la France. Das ist ein bisschen Freefall in Heide Park. Freefall Heide Park. Scream. Das geht gleich auch wieder runter. C'est la France. La Côte d'Azur, la Sardine du Vieux-Port. Oh là là, c'est la France. Les châteaux de la Loire et les quais de la Seine. C'est la France. L'accordéon, les terrasses, les guinguettes. Oh là là, c'est la France. Le French Cancan et les Champs-Élysées, oh là là! Super Saiyajin! Das war's vom ersten Vlog. Debitour ist irgendwie ein komischer Fleck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und jetzt kommt noch die 80s Jump, weil ihr ihn so vermisst habt. Auf drei. Okay, 1, 2, 3!